Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon. Lange ist es her, ich glaube über ein Jahr, dass ich dieses Spiel nicht mehr angerührt habe. Aber jetzt, da Pokémon Diamant rauskommt, dachte ich, ich kann mir das Spiel nicht kaufen, bevor ich nicht Pokémon Schild hier beendet habe. Dementsprechend machen wir das einfach mal. Jetzt nicht mit allen möglichen Details, die es geben kann, aber eben einfach so in einem soliden Tempo, würde ich sagen. Ups, da bin ich Hauptsache erstmal gegen jemanden gerannt. So, das hier ist mein Charakter aktuell. In der Zeit hat sich ganz schön viel geändert, weil zwar heißt dieser Charakter hier Yereleia, allerdings hat sich diese Süße hier zu einem tatsächlichen OC entwickelt. Oh mein Gott. Dementsprechend ist dies hier jetzt offiziell Ivy. Und ja, die hat sogar einen angehenden Freund, Reef. Der spielt im Grunde parallel Pokémon auch noch. Und ja, gemeinsam bestreiten wir diese Welt. Trotzdem bleibt es natürlich hier in diesem Spiel. Denn man muss ja jetzt nicht unbedingt neu anfangen. Aber unsere Missy mit den blauen Haaren und mit den türkisfarbenen Augen hat nun den Namen Ivy. Ansonsten hat sich unser Team auch eventuell ein bisschen geändert. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das vorher aufgebaut war. Jedenfalls haben wir hier meinen Italian Headshot. Ich meine eigentlich Sniper. Vielleicht nenne ich ihn auch einfach Sniper. Dann haben wir hier Evoli. Evoli. Eins von den beiden hier. Ich habe ja nämlich noch ein anderes. Wird zu Glaziola. Ich habe mir diesen Eisstein sogar gespielt. Dann haben wir Katsuki, mein Akani. Sora, der sich hoffentlich auch eines Tages noch entwickelt. Und warum ich ihn hier dabei habe, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, zum Eier ausbrüten, weil der doch ja, Flammenkörper hatte. Genau, und ich hatte irgendwo mal gelesen, mit Flammenkörper würden die Eier schneller ausgebrütet werden. Jedenfalls brauchen wir es für unser jetziges Vorgang nicht. Oh. Ich vermute mal, dass das hier unser erwähltes Pokémon ist. In mein Team. Sehr gut. Deshalb lagern wir jetzt einfach mal die anderen ein. Also, da schnappen wir uns hier Evoli. Bitte einmal. Boah, ich habe hier auch irgendwie Pokémon, die mir überhaupt gar nichts sagen, ne? Manche Namen denke ich auch, existieren die wirklich oder nicht? Oder ich weiß nicht. Nicht normal hier irgendwo. Naja. Evoli, du kommst da rein. Du wirst dich gut mit den anderen verstehen. Und falls du gerade zuschaust, kannst du mir ja gerade mal erzählen. Zockst du noch Pokémon? Wenn ja, welches? Und freust du dich auf Diamant? Ich habe auch Diamant gespielt, allerdings ist das Ewigkeiten her und ich habe es auch nicht durchgespielt. Eine Perle, Perlen haben wir nicht. Perle ist aus. Ja, also Diamant, ich kann mich kaum erinnern. Ich habe es, das weiß ich. Ich habe es doch letztens gesucht und nicht wiedergefunden, weil ich reingucken wollte. Ich fliege ja gar nicht mehr hier rüber. Aber ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich wollte jetzt einfach nur Schild durchkriegen. Soweit ich mich erinnern kann, war das so bei 32, also Folge 32 der vorigen, hatte Delayan hier irgendwas, irgendein Drama am Laufen. Was das genau war, weiß ich nicht mehr. Ein Bärenbaum, muss ich da kämpfen? Wie viele Pokémon habe ich gewonnen? Ah ja, das passt schon. Ach, gegen die habe ich sogar schon gekämpft. Dann schütteln wir einfach mal einen Bärenbaum. Mal sehen, was wir alles kriegen. Ja, die Palme da oben schon die ganze Zeit. Oh, komm, machen wir nochmal. Hat dieser Baum schon immer gezappelt? Oh, die Ausbeute ist nicht gerade groß. Jetzt kamen zwei runter. Hallo? Weiterschütteln hier. Unter 8 höre ich nicht auf.
Oh, da siehst du mal, das sind 9. Okay, wage ich es jetzt? Ja, komm, wer wagt, der nicht gewinnt. Ah! Look at this! 12. Jetzt hören wir aber auf. Nicht so, als ob mir diese Bären etwas sagen, aber zumindest haben wir sie. Kann ich die nicht anquatschen? Nochmal kämpfen? Ne. Die hatte ich also offiziell schon. So. Dann sind wir mit die Lion hier durch. Und ich glaube, auf der anderen Seite hatte uns dieser Feuerarena-Leiter dann erwartet und hat uns irgendetwas erzählt, aber das habe ich leider nicht mehr auf Video. Oh. Naja, gehen wir hier einfach weiter. Wir waren sowieso nahezu am Ende, soweit ich mich erinnern kann. Was macht die Truse denn hier? Hallo? Mauzingrid ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim Pokécamping eine Beere für mich gefunden. Ist das etwa ein Zeichen seiner Zutraulichkeit? Das kann ich dir nicht sagen, meine Liebe. Ja, nee, passt schon. So. Warte mal, lass mich mal auf die Karte gucken. Wenn ich jetzt hier hochgehe, mache ich doch den ganzen Schnörkel hier nochmal durch Sir Chester und wieder zurück. Hier bei Ness sind wir gewesen in Spikeford. Oh, ich glaube, unser Ziel ist sogar markiert. Kann das sein? Ich meine. Oh mein Gott. Wir haben da ja eine Quest stehen. Oben links. Ich habe es gar nicht gesehen. Nimm den Zug vom Claw City Bahnhof. Okay. Ja, dann laufen wir da drüber und dann. Nehmen wir die Bahn, genauso wie uns das Spiel es auch vorgibt. Hey, wie praktisch. Zwischendurch hatte ich zwar immer wieder reingeguckt, aber mir war nie aufgefallen, dass meine Quest da steht. You see. Ich bin auch echt so vom Typ, dass ich mein Starter-Pokémon einfach immer dabei habe. Kann die einfach nicht gehen lassen. Gehören immer ganz fest in mein Team. Ich weiß, andere machen das nicht so. Kann nicht anders. Ich glaube, dies hier ist der Bahnhof. Oh mein Gott, Hop? Oh, wir sind auf dem richtigen Questweg. Haha, wenn wir Hop schon treffen, dann müssen wir richtig sein. Hey, stopp, warte, Leia. Ich habe Roy besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und zack, geschafft. Süß. Er ist wirklich goldig. Ich liebe ihn einfach nur. Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselschrippe, Kleiner. Aber du hast dir von mir den Drachenorden erkämpft. Daran lässt sich nicht rütteln. Was, er hat ihn echt besiegt? Das finde ich unglaublich. Ich wäre dich stolz auf Hop. Oh Gott, der Süße. In seiner engen Jogginghose, die ihm verdammt gut steht. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alles aus dem Weg räumt. Ne, alle. Nicht nur alles. Alle. Aus dem Weg räumt. Und sich einer von euch einen Showdown mit die Lion liefert. Natürlich. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit. Und gleich dahinter folgt Leia, meine direkte Rivalin. Ja, Hop. Und ich werde dich fertig machen. Ich lasse es ordentlich krachen. Und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh Gott, unser Zug ist da. Ich soll jetzt irgendwas tun, nachdem ich ein Jahr lang meine Pokémon ignoriert habe. Die müssen mich doch hassen. Okay, auf geht's. Los, Hop. Ach, er ist schon süß. Roy ist schon einfach schnuckelig. Sein Grinsen. Wir sind in der Bahn. Wir sind beide nervös. Gutes Gespräch, Hop, gutes Gespräch. Liebe ist, wie wir nie am Handy hängen, wenn wir uns treffen. Go City, Welt im Winter. So viele Sachen ansehen, da gibt es einen riesigen Turm und Monorail. Was, Stadion? Klar, ich bin ready. Ganz klar, nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Ich glaube auch. Ganz sicher, Hop. Ganz sicher. Oh mein Gott, wir sind angekommen. In Ayedir. Ich habe die Zeichen oben gelesen. Zumindest gedeutet. Hallo. Oh. Oh.
Ich habe kurzzeitig nichts mehr gesehen. Das ist ja ungünstig. So, jetzt ist mein DVI auch wieder angeschlossen. Ha, geil. Da hat dieses kleine Schneebedeck tatsächlich meine Monitore rausgeworfen. Was sei das denn? Wie sähe Route 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Was stand draußen? Oh mein Gott, schneit! Ich bin sehr glücklich. Hallo! Willkommen im Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Ich möchte etwas kaufen. Hast du andere Sachen? Ich habe kein Geld mehr. Ich bin pleite. Ich habe mir zu viele Klamotten gekauft. Oh, grausam. Grausames Leben. Ich guck mal, Supertrank habe ich relativ viel. Trank brauche ich nicht. Und Hypertrank ist mir voll zu teuer. Wie viel kann ich davon kaufen? Oder? Nee, warte. 21. Oh, so teuer ist es ja doch nicht. Ich kaufe mal so 10. Aber ich glaube, nur bei Pokébällen bekomme ich da irgendwie einen Zusatz. Naja, leider. Was ist das? Hallo? Kann ich dran vorbeilaufen, bitte? Ich kann hier verschiedene Orte ansteuern. Das ist ja mal mega. Danke, nein. Wir machen mal mein Menü auf. Ich hatte das doch gerade die ganze Zeit. Kaum denkt man drüber nach, wo man steuert. Ne, funktioniert das alles nicht mehr. So, hier. Und zwar möchte ich ein Geheimgeschenk erhalten. So, per Internet oder Seriencode? Passwort? Ich glaube, hier rüber. Mein Anschluss folgendes über Batterieleistung erschöpft. Okay, ja, das passt schon. Und zwar wollte ich nämlich gerade mal gucken, ob ich mir dieses coole Glurak ziehen kann, das es noch gibt. So. Ich glaube, meine Maus bedienen, ne? Ja, so ein Held. Okidoki. Glurak soll man bekommen, indem man Global Champ mit einer 0. Da. So war. Champ 2021. BHA. Das kann nicht richtig sein. Ja, vielleicht auch. Doch. Ja, versuchen wir es einfach mal. Global Champ 2021. Nee, ist nicht mehr gültig. Dann per Internet? Vielleicht ja damit. Keine Geschenke vor. Ja, habe ich bisher bekommen. Aha. Warum kann ich mich gar nicht erinnern? 2019? 19? Was? Es ist etwa. Das kann doch nicht sein. Egal, wir ignorieren einfach das Datum. Okay, Global Champ will auf jeden Fall nicht mehr. So sei es, das macht ja auch nichts. Wir brauchen auch kein Glurak, wir brauchen schon Glurak hier. Wird bewertet. Puh, ich bin definitiv falsch angezogen. Da wären wir, Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sich ja nur so von Eis-Pokémon. Hey, krieg ich hier noch einen Eisstein? Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich anklotzen und uns so richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich stürze mich ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City, ja? Na, aber Sichi, guck mal, da blinkt was. Kapsel in X-Angriff. Die sind ja wohl so taktisch. Ich bin null taktisch. Ein Doppel-Eis. Und Trainer. Irgendwie durch. Warte. Nein, nein, nein. Nein. Ich bin Pokéball. Ich will nicht kämpfen. Wah! Geronimo. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt. Ich kann helfen. Machen wir fertig. Also eigentlich liebe ich ja Eis-Pokémon. Also eigentlich liebe ich auch Drachen-Pokémon, aber Eis macht ja Drache so richtig hardcore fertig. Und deshalb liebe ich beide irgendwie. Und ich kann nicht anders als Eis-Pokémon noch hardcore für ihre Stärke zu feiern. Deshalb möchte ich auch Glaceola im Team haben.
Komm hier, Headshot. Voll rein. Ist Gardevoir oder Wör? Gardevoir. Ich habe noch nie verstanden, wie man dieses Pokémon ausspricht, ne? Wenn mir irgendjemand Lautschrift geben möchte, dann gerne. Gardevoir. Merde. Ja, geil. Das war jetzt null Gegner für uns. Gott, das sind wirklich Wände aus Schnee und Eis. Was macht er? Ist er ein Trainer? Oh. Aha. Es sieht aus wie eine Schildkröte. Mit grünem Bauch. Arash! Arash, bist du Schildkröte? Arash, Brudi, bist du gleich am Arash? Weil ich dich fertig mache. So, komm. Liebe ich den Präzisionsschuss? Ja, vielleicht ein bisschen. Noch dazu habe ich kein Pokémon, das Feuer säulen kann. Also, ja. Ein bisschen zu hohe Bemühungen. Oh nee, stimmt. Hagelt und Pampros. Ich habe keine Ahnung, was das für ein... Oh mein Gott, wie cool! Es ist ein tolles Pferdchen. Und jetzt hier Eisstrahl, weil es sich ja lohnt und gerade effektiv ist. Au! Ah, wie ich es liebe einfach. Dieses Geräusch ist unfassbar satisfying. Wenn man so weiß, man hat wirklich ein geiles Element genutzt. Es ist mittlerweile auch leichter geworden. Imitator. So. Mittlerweile auch leichter geworden, weil einfach dabei steht, mit welchem Pokémon du gegenüberstehst, wenn du es denn kennst. Okay. Anwender mit Tier, die gerade verwendete Attacke, diese Schnick fehlt, falls du verkehren. Okay. Ja, ist bestimmt besser als Ruckzuckhieb. Kann nicht schaden, ne? Gerade gegen Pokémon, die irgendwelche Elemente gegen die einsetzen, die scheiße sind, kann ich das gut nehmen. Okay, dann haben wir das hier auf jeden Fall. Kann ich hier nicht eben gerade noch einsehen? Oh, da ist ein Schild, das heißt, hier muss ich erstmal entlang. Ja, ich besiege einfach jeden. Soweit ich weiß, trägt mein Headshot nämlich auch ein Münzamulett. Und da wir einfach broke as fuck sind, brauchen wir Kohle. Neue Klamotten, natürlich. Ja, und für Pokébälle und Tränke und Klamotten. Okay, komm. Was machen wir denn jetzt? Ja, Präzisionsschuss wie immer. Sneebel! Das ist doch Sneebel, oder? Ich hab Nibuna sogar. Boah, ich weiß noch, in irgendeinem Pokémon hat mich Sneebel einfach richtig genervt. Ist mir so auf den Geist gegangen. Sneebel, Sneebel! Lipomantas kann ich mit Eis fertig machen, das weiß ich noch. Aus Saphir. Oh, den kenne ich gar nicht. Warte, mal gucken, ob ich recht behalten habe. Yes! Hahaha! Ein bisschen was ist doch noch hängen geblieben. Ich habe aus Saphir wirklich viel, viel mitgenommen. Leider war Alpha Saphir halt so scheiße. Richtig bitter. Erstmal Selfie machen. Was ist das? Sieht ja creepy aus. Ich kenne die ganzen Pokis nicht. Das sieht so aus wie ein Pantimos. Ein Galar-Pantimos. Echt, hier komm. Hast du das auch so? Dass du immer hinter den Trainer gehst, um ihn anzusprechen, damit der dich nicht herausfordert, weil du dich sonst erschreckst? Ich so. Ramor. Arr. Ramor machen wir fertig. Da machen wir hier. Eigentlich ist gegen Flug, soweit ich weiß, Eis sehr gut. Aber ich weiß nicht, was Kamo ansonsten für ein Element hat. Oh, mein Monitor ist wieder weg. So.
Irgendwelche technischen Probleme hat man, glaube ich, immer, ne? Ah, jetzt ist wieder da. Libeldra. Libeldra ist doch Drache auf jeden Fall. Ich kann wieder Eis einsetzen, soweit ich weiß. Hier, komm. Ja. Ich hau ich weg wie nix Gutes. Oh, krass, dann haben wir schon wieder die 20 Minuten geknackt. Das heißt, diese Folge endet hier schon. 20 Minuten Pokémon gehen viel zu schnell rum. Body Slam? Ja. Kannst du denn Drachenpuls? Gewissheit? Lürscher? Wie stark ist denn Body Slam? Oder ist er normaler Attacke und als Unlichtattacke haben wir hier Gewissheit? Ich will das trotzdem, glaube ich, irgendwie so rum. Weil taktische Attacken sind nichts für mich. Ich gehe einfach nur immer drauf und es reicht mir ja auch. Oh, ich bin so neugierig, was da hinten ist, Mann. Ist das ein Schaffner? Ich denke schon, ne? So, oh Gott, ich mit meinem Miniröckchen hier, ey. Ich will doch erfrieren. So. Jedenfalls, Dankeschön fürs Zugucken dieses Mal. Es war richtig schön, wieder einzusteigen und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Schreib mir einfach deine Gedanken auf über diese Folge, dass Pokémon weitergeht, dass Diamant bald kommt und melde dich bei mir, wie auch immer. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye!